Hallo, liebe Naturfreunde. Da habe ich doch die Tage was Schönes entdeckt. Der österreichische Hersteller von Topferngläsern hat ein neues Superglas. Fantastisch. Und zu diesem Superglas, von diesem wunderbaren Fernglas, bieten die als extra an für nur 150 Euro Aufpreis eine Stirnstütze. Damit man also irgendwie soll das Fernglas dann ruhiger am Kopf liegen. Toll, habe ich gedacht. Super Innovation. Aber gibt es das auch für normale Ferngläser, für Otto-Normal-Fernglasnutzer? So wie für mich? Ich habe nämlich nicht zufällig 2.500 Euro über für ein Fernglas. Ja, ich habe gedacht, guck mal im Internet. Aber im Internet findest du nichts. Du findest aber so allerlei andere Möglichkeiten, was man vielleicht machen könnte. Also habe ich gedacht, baust du dir doch mal eine Stirnstütze für das Fernglas selbst. Und voilà, hier ist eine. Das ist jetzt ein ganz altmodisches Borrow-Fernglas. Jetzt in Ausführung 7x50 von Karton, also ne, aus den 60er, 70er Jahren sowas, so im Stil von den Ferngläsern von Carl Zeiss. Und obendrauf montiert habe ich, das kann man jetzt einigermaßen so sehen, eine altmodische Stativstütze, das Ding hier, genau umgekehrt montiert nach oben. Und daran eine alte Blitzschiene vom alten Futterapparat. Die hat den Vorteil, dass es hier so ein Langloch hat. Man kann sich die Stirnstütze, das ist jetzt nichts anderes als ein abgeschnittener Topfschwamm, genau auf den eigenen Kopf einstellen. Also flexibel bleiben. Das ganze Material hatte ich noch. Alles so in einer Fotokiste und einem Bastelkram, was man so zu Hause eben hat. Da gucken wir mal, wie funktioniert denn das? Also zum einen ist das noch ein altes Fernglas, das kann ich nicht mit Brille benutzen. Macht ja nichts. Aber zum Demonstrieren geht's. Voilà. Mal gucken. Aha. Ne, so funktioniert das nicht. Ich muss es ohne Brille probieren. Ja, ne? Da habe ich doch eingebaut. So. Ja, da habe ich immer, gerade wenn ich das Fernglas einfach umhängen habe, ne? Da ist einfach hochziehen, gegen Kopf drücken, passt. Tja. Ob es dadurch weniger wackelt? Naja, das könnte ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt Dichtung und Wahrheit, ne? Wer weiß. Also, wie gesagt, es ist mal eine improvisierte Art und Weise, so für jeden zum selber machen. Do it yourself, wie es so schön sagt, ne? Kostet praktisch gar nichts, wenn man die Sachen noch so hat. Und tja, jetzt bin ich ein bisschen schlauer, ne? Da ist es wieder, ne? Am alten Bohrglas. Also, tja, das kann man eben machen, muss man aber nicht machen, ne? Für mich würde ich sagen, damit versaue ich mir dieses herrlich klassische Fernglas. Aber wie gesagt, das ist nur meine unmaßgebliche Meinung. Auch wenn ich nicht bei Radio Erivan bin. Ich bin halt nur der Bernd von Canis Lupus. Dach zusammen.